Wochenlang haben mich gefühlt 1 Million Trailer zu SnowRunner durch die Trailer-Rotation begleitet. Jetzt kommen wir endlich mal dazu, ein Einzelvideo zu dieser Offroad-Fahrzeugsimulation zu machen. Mein Kollege Dimitri Halai hat sich's angeschaut, hat es ziemlich lang gespielt und kann mir jetzt erklären, warum sollte man denn das spielen? Hallo Dimi. Hi Fritz. Ja, warum? Warum sollte man SnowRunner spielen? Weil es ein absolut einzigartiges Spiel ist und auch tatsächlich ein Konzept, das so, finde ich, nur als Spiel funktioniert. Also weil auf dem Papier klingt SnowRunner wie das langweiligste Spiel auf der Welt. Du spielst einen Transportfahrer, der Holz, Stein, Ziegel und sonst irgendwas transportiert im US-russischen oder alaskischen Hinterland. Du fährst eigentlich nur Sachen von A nach B und dein größter Gegner ist Matsch oder Schnee. Und das ist halt alles. Das würde als Film oder als Buch niemals funktionieren. Als Videospiel funktioniert das aber echt gut, weil es eine sehr, sehr einzigartige Spielerfahrung bietet, auch wenn man wie ich jetzt gar nicht so sehr in diesem Simulationsgenre drin ist. Wie gut ist denn diese Simulation? In den Trailern sah das ja sehr detailreich und ja, wirklich sehr cool aus. Also sie ist überzeugend, sie ist nicht perfekt. Also ich hatte so das Gefühl, manchmal, wenn du dann über so kleine Steine oder kleine Äste oder auch irgendwie an kleinen Objekten wie so kleinen Straßenschildern oder so weiter vorbeifährst, da kann es schon mal sein, dass sich dein Auto auch irgendwie verkantet oder auf eine Art und Weise auch sehr extrem reagiert, die so nicht nachvollziehbar ist. Also ich bin jetzt im echten Leben noch nicht in dem Umfeld gefahren, aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Aber im Großen und Ganzen ist das schon eine der großen Stärken des Spiels, dass du mit deinem Scout-Fahrzeug oder mit einem schwereren Fahrzeug, mit einem dieser 40 Fahrzeuge, die es da gibt, die auch lizenziert sind, dass du damit einfach versuchst, irgendwie durch diesen Matsch zu kommen. Und je nachdem, was du halt geladen hast, wenn du halt so einen Lastwagen hast, der dann Zement gelagert hat, hinten so richtige Zementplatten auf seinem Heck hat, dass du dann so richtig einsinkst in diesem Matsch und dich da halt irgendwie mit Winden und mit unterschiedlichen Lastgängen und mit Handbremse und Stoppgas und so weiter, musst du dich da irgendwie durchrangieren. Das klingt vielleicht merkwürdig, aber das macht echt viel Spaß. Und es ist auch irgendwie so eine sehr meditative Erfahrung, sich mal in so einer, muss man ja sagen, sehr schön gemachten Landschaft einfach mit der Art Widrigkeit auseinanderzusetzen. Ich habe das ja auch im Koop einen Abend mal lang ausprobiert und mich da natürlich wunderbar dilettantisch bei angestellt. Musste sehr oft die Winde benutzen, um mein Fahrzeug da irgendwie aus dem Dreck zu ziehen, indem ich die dann mit einem Baum oder so verbunden habe. Habe da aber schon ein bisschen gemerkt, dass es vielleicht mit der spielerischen Tiefe, abseits von diesem sich aus diesem Schlamm rauskämpfen, vielleicht nicht so weit her ist. Gibt es denn zum Beispiel neben der Winde auch noch andere Sachen? Muss man später irgendwie mal Holz oder irgendwas unter einen Reifen legen, damit er wieder Grip hat oder solche Geschichten? Ist da in die Richtung mehr drin oder wo kommt die Motivation auf Dauer her? Ja, lustigerweise funktioniert es echt ein bisschen wie ein Survival-Spiel. Also das anders als der Vorgänger MudRunner ist es ja jetzt ein Open-World-Spiel. Das heißt, du bist auf, nicht in einer einzigen riesigen Open-World unterwegs, aber in einigen großen, sehr großen Karten. Und das ist am Anfang echt hart, weil du gar nichts hast, ja, auch um durch den Matsch zu kommen. Du hast sehr wenig Arsenal und du schaltest dir im Prinzip, und das ist eigentlich dieser Kern-Progressions-Loop des Spiels, du schaltest dir immer mehr Dinge frei, Upgrades frei, Fahrzeuge frei und auch Fahrerränge frei, die dann wiederum andere Sachen freischalten, um halt dein Leben ein bisschen zu erleichtern. Also es gibt halt wie bei Assassin's Creed auch so Wachtürme, die man entdecken kann, ja, und dann kriegst du dann diese Upgrades angezeigt. Das ist dann beispielsweise eine verbesserte Federung, ein Allradantrieb für deine Fahrzeuge oder einfach bessere Reifen, die halt im Matsch besser funktionieren. Und dadurch, dass dieses Spiel so beschwerlich ist, freust du dich auch wirklich darüber, wenn du plötzlich ein besseres Fahrzeug hast oder ein besseres Arsenal hast, um durch diese Sachen durchzukommen. Und das brauchst du eben auch, weil dann mit den neuen Gebieten, mit Alaska und später Russland, kommen auch neue Naturherausforderungen, jetzt namentlich zum Beispiel Eis und Schnee dazu. Und da hast du am Anfang mit deinen Startfahrzeugen überhaupt keine Chance. Das heißt, du wie halt meinetwegen auch ein echter Transportfahrer, ja, du baust halt ein Arsenal aus, um halt weniger Probleme zu haben in der Ausführung deiner Aufträge. Und eigentlich machst du das ganze Spiel über, absolvierst du nur Quest-Aufträge. Also es gibt keine große Story oder so, sondern eine Abfolge von kleineren und größeren Haupt- und Nebenquests.
Genau, und das ist im Prinzip dieser Freischall, diese Freischallspirale, die dem dahinter liegt, um dich halt langfristig zu motivieren. Aber ist das tatsächlich langfristig motivierend? Wird das nicht recht schnell auch langweilig, weil es gerade auch so beschwerlich ist? Ja, ich finde, das ist so ein bisschen der große Problempunkt an SnowRunners, weil ich glaube, die ersten 2 Stunden, allein wegen der Faszination, ist das für sehr, sehr viele Leute, die sich grob für sowas interessieren, schon ein sehr faszinierendes und auch spaßiges Spiel. Aber es ist schon auf Dauer echt zäh. Also ich glaube, durch die ganze Kampagne beißen sich wirklich nur Enthusiasten, die A, ein richtiges Fable für die Art Szenario haben, also auch diese Fahrzeuge und das, was du da machst, richtig feiern, und B, auch einfach die Geduld mitbringen, weil das Spiel richtig, richtig zeitaufwendig ist. Also es kann schon mal sein, weil es auch, die Schnellreise ist sehr begrenzt, du fährst halt 20 Minuten zu irgendeinem Punkt hin auf einem Berg und kämpfst dich da hoch, um irgendwas abzuholen, und dann kippt dein Auto halt auf die Seite und das war's. Und wenn du nicht zufällig eine Winde montiert hast in dein Auto, die auch ohne aktivierten Motor funktioniert, musst du dein Auto bergen lassen oder abschleppen lassen, aber so oder so, du musst wieder ganz zurück und die ganzen 20 Minuten wiederfahren. Und die eigentliche Herausforderung beginnt ja erst, wenn du das Zeug draufgeladen hast. Und das ist schon, also, ja, für jemanden wie mich, der irgendwie feierabends jetzt nicht jeden freien Abend irgendwie Zeit hat, in SnowRunner zu versenken, ist das teilweise schon echt ermüdend, wenn man in 2 Stunden im Prinzip eine halbe Quest geschafft hat. Und das dann meinetwegen 40, 50, 60, 70 Stunden zu machen, da kann einem schon die Puste ausgehen. Also ich finde das Spiel wirklich cool, aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt 200 Stunden lang durchhalten werde. Und sie haben ja auch noch DLCs nach Release angekündigt. Bin ich im Moment noch skeptisch, das kann ich nicht einschätzen. Wie du schon gesagt hast, wenn man dann umkippt und da nicht weiterkommt, ist man wahrscheinlich froh, wenn man einen von bis zu 3 Koop-Mitspielern dabei hat, wie ich es ja in meiner Anspielrunde auch hatte. Da hat man auch ein bisschen gemerkt, diese Technologie mit diesem Matsch, der da wirklich sehr, oder was auch immer, am Untergrund sehr cool simuliert wird, sehr detailreich simuliert wird, im Koop-Modus auch in Echtzeit an alle Spieler wirklich korrekt übermittelt wird. Dementsprechend ruckelt es dann leider auch manchmal ein bisschen. Es ruckelt übrigens leider auch auf der PlayStation 4 Pro. Da hat es durchaus Performance-Probleme. Wir reden hier größtenteils über die PC-Version, aber das nur mal so als Hinweis. Diese ganze Physiktechnologie, die da drin steckt, du hast jetzt schon ein bisschen länger gespielt. Fühlt sich das richtig an immer? Oder auch eher so ein bisschen so, manchmal, ich würde nicht sagen falsch, aber mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass die Straßen sich nicht wie Straßen anfühlen, sondern wie Gummiboden. Es ist keine perfekte Simulation. Ich finde tatsächlich, dass es da, wo es drauf ankommt, also im Matsch selbst und im Schnee selbst, da funktioniert es dann schon ganz gut. Ich bin da bei dir, ich fand es auf den Straßen, finde ich, je nachdem, was du für Reifen montiert hast, auch manchmal so unnachvollziehbar behäbig und schwierig und schwammig. Die Steuerung ist auch, das muss man sich auch so vorstellen, es ist nicht wie bei einem Rennspiel, bei so einem Arcade-Rennspiel, dass du wenn du es mit einem Controller spielst, die Nase sich wirklich genau dahin richtet, wo auch die Kamera, wo du mit der Kamera hinschaust, sondern du bewegst die Kamera im Prinzip um das Auto so ein bisschen rum. Und also es ist nicht so 100% direkt, aber das ist auch kein Problem. Es ist nur, ja, also es ist nicht perfekt, aber ich finde, es funktioniert gut genug, um zu sagen, dass das Spiel seiner Prämisse echt gerecht wird. Eine letzte Frage, wenn du dir da was wünschen könntest, was würdest du sagen, was fehlt dem Spiel vielleicht? Ich werde jetzt wahrscheinlich verschrien werden von allen Enthusiasten, aber ich würde mir tatsächlich so ein paar mehr nachgereichte Komfort-Features einfach wünschen, auch um, sag ich mal, eher noobigen Leuten, ja, die auch die Chance zu geben, sich da besser reinzufinden. Zum Beispiel, dass du einfach die Chance bekommst, wenn du an einem Problem gerade dran bist, in einem Tümpel gerade dran bist und du versaust es halt voll, dass du nicht wieder ganz zurück musst, sondern es irgendeine Form von Rücksetzfeature gibt, dass du halt auf die Straße nebendran wieder zurückgesetzt werden kannst, um halt einfach nochmal einen Versuch zu starten. Das als Option zu haben für die Leute, die nicht diese Hardcore-Erfahrung sich wünschen, fände ich nicht verkehrt. Generell ist SnowRunner einfach ein Spiel, dass du mit einem ganz speziellen Modus spielen musst, um da Spaß zu haben. Also du hast es ja schon angesprochen, ich finde, wenn man einen Koop-Kumpel hat, also wirklich einen guten Freund, ja, mit dem man sich dann auch nebenbei ein bisschen unterhalten kann, dann
ist das schon ein Spiel, wo ich sage, da habe ich jetzt keine großen Wünsche, was unbedingt noch kommen muss, damit es mir Spaß macht. Das ist dann einfach eine coole meditative Erfahrung in dieser Landschaft. Aber wenn du es allein abends spielst, dann ist es manchmal schon sehr frustrierend, eckig und kantig als Erfahrung. Na gut, sie haben ja einen Season Pass angekündigt mit noch vielen neuen weiteren Inhalten. Man kann das Spiel ja auch mit neuen Fahrzeugen modden. Es gibt auch schon einen ganzen Satz davon, die kann man einfach übers Spiel hineinladen. Vielleicht kommen ja auch solche Funktionen teilweise noch im nächsten Jahr, Verlaufe des nächsten Jahres raus. Lassen wir uns mal überraschen, wie es weiterentwickelt wird. Ich denke mal, gerade auf den Konsolen kann es auch den ein oder anderen Technik-Patch noch gebrauchen, weil es ist nicht unspielbar oder so, aber man merkt schon, dass da die Technik, gerade sobald die Physiksimulation einsetzt, einfach kämpft und scheinbar diese Konsolen an ihre Limits bringt. Dimi, vielen Dank für die Einschätzung. Gerne. Und dann, ja, viel Spaß da noch im Matsch, sage ich mal. Ja.